Ja, wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier im Auditorium des Deutschen Museums zur Vortragsreihe Wissenschaft für Jedermann. Mein Name ist Odile Lorient und ich bin die Koordinatorin eines Forschungsprogramms namens Wellenwolkenwetter oder Waves to Weather. Und wir sind hier an der LMU, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir sind ungefähr 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und beschäftigen wir uns mit dem Thema Wettervorhersage. Und wir versuchen, die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit der Wettervorhersage zu steigern. Und zusammen mit unseren Kollegen in München arbeiten wir auch mit Kollegen aus Karlsruhe, Mainz, Heidelberg und Hamburg. Und wir sind eine bunt gemischte Gruppe von Meteorologen, Informatiker und Mathematiker. Und heute habe ich die Ehre, Ihnen den Vortragenden von heute Abend vorzustellen. Und das ist der Juniorprofessor Christian Grams. Der ist heute aus Karlsruhe angereist und arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie, am Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Er hat in Karlsruhe Meteorologie studiert und hat 2011 seine Doktorarbeit abgeschlossen, ist dort promoviert und nach ein paar Jahren in der Schweiz am ETH Zürich ist er zurück nach Deutschland gekommen und seit 2017 leitet er eine Forschungsgruppe und er ist seit diesem Jahr Juniorprofessor geworden. Seine Expertise ist im Bereich Wettervorhersage, Extremwetter, Unwetter und großräumige Dynamik der Atmosphäre. Ein Thema, das er auch spannend findet, ist die erneuerbare Energien und wie unser Wissen im Wetter das beeinflussen kann. Das heißt, heute wird er über Wetter, Witterung und Dunkelflauten sprechen und insbesondere über den Zusammenhang zwischen Wettervorhersage und Energiewende sprechen. Er wird ungefähr zwischen 3/4 Stunde und 1 Stunde sprechen und danach gibt es dann viel Zeit für Fragen und Diskussion. Für die, die uns online sehen, können gerne ihre Fragen im Chat schreiben und danach werden wir das lesen. Oder nach dem Vortrag können Sie auch einfach hier im Raum Fragen stellen. Ich glaube, das war alles und jetzt kann ich mich sitzen und ich freue mich auf deinen Vortrag. Bitte schön. Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Audio ist jetzt an. Ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind, vor Ort im Auditorium des Deutschen Museums, im neuen Auditorium. Und auch online, habe ich gehört, sind zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wie Frau Laurian vorgestellt hat, geht es heute um Wetterwissen für die Energiewende. Und das beschäftigt uns ja gerade alle sehr mit der aktuellen Energiekrise, aber auch im größeren Kontext mit dem Wandel hin zu immer mehr erneuerbaren Energien. Stellt sich die Frage, ob die Schwankungen von Wind und solarer Einstrahlung wir die auch meistern können. Und wie vorgestellt, ich beschäftige mich vor allem mit dem Großräumdynamik, also auch Wettervariabilität, aber ein wichtiger Anwendungsbereich, wo wir unsere Grundlagenforschung auch in diesem Konsortium Wetter und Wellen anwenden können, ist eben genau diese Energiewende. Und bevor ich jetzt loslege, möchte ich kurz mal eine kleine Abstimmung, Sie können einfach nur die Hand heben, sagen, was denken Sie denn, in welchem Bereich im Moment auch schon der Anteil an den Erneuerbaren in unserer Stromproduktion liegt? Also wer denkt denn zum Beispiel 10-30% Erneuerbare aktuell? Ja, das sind schon eine ganze Menge. Ein bisschen mehr, 30-50%. Mehr im Publikum denken, 30-50%. Wenn wir noch höher gehen, 50-70%. Wenige denken noch, schon so weit sind wir und darüber. Nee, das ist unrealistisch, so weit sind wir noch nicht. Genau, wenn wir in die aktuellen Zahlen schauen, da sehen Sie hier jetzt eine Abbildung vom Umweltbundesamt.
wie sich der Anteil an dem Verbrauch, also aufgepasst, es ist der Verbrauch bis 2021 dargestellt für Strom und Energie ist. Und wir sehen, dass im Strom wir beim Verbrauch bei ungefähr 40% bereits liegen. Und das blieb jetzt so die letzten Jahre ungefähr bei 40%, an dem Gesamtenergie 20%. Energie, das heißt immer auch die Wärme, die man braucht. Also das ist immer noch ein kleinerer Anteil an Erneuerbaren. Die Zielmarken für 2030 ist 30% im Energieverbrauch und 65% im erneuerbaren Bereich. Das heißt, wir sind jetzt schon in einem substanziellen Bereich, dass wir unseren Verbrauch decken von Erneuerbaren. Aber wir hatten keine Ausfälle oder so. Also mit der aktuellen Variabilität konnten wir umgehen. Wenn man jetzt mal noch genauer hinschaut an die Stromproduktion, das ist der Strommix in Deutschland, bis Stichtag Montag habe ich den Chart runtergeladen. Da sieht man, dass der Anteil an der Stromproduktion sogar noch höher liegt, also bis über 50% aktuell. Das ist hier in der Mitte gezeigt, der Anteil der Erneuerbaren gesamt und die restlichen 49% sind Kernenergie und fossile Brennstoffe. Und Sie fragen sich wahrscheinlich, warum Produktion 50%, 40% Verbrauch? Aber das ist auch genau, weil Deutschland auch exportiert. Und insbesondere, wenn wir die volatilen Erneuerbaren haben, haben wir eine Überproduktion, die wir dann auch in den Export an unsere Nachbarländer abgeben. Wenn wir da genauer jetzt reinschauen auf der, jetzt muss ich schauen, für Sie linken Seite, da sehen wir, die Erneuerbaren setzen sich zusammen zu einem ganz großen Teil von Windenergie. Also 25% sind Wind an See und an Land und auch 15% Solarenergie. Und der Rest der Erneuerbaren machen dann Laufwasserkraftwerke aus und Biomasse. Also wir haben hier vor allem die Windenergie und die Solarenergie, die doch recht schwankend ist und einen Großteil deckt. Und der Rest sind die fossilen Brennstoffe. Und die im Moment stark in der Diskussion stehende Erdgas ist ungefähr so, jetzt kann ich die Zahlen gerade nicht lesen, ungefähr 10% und Kernenergie ungefähr 7%. Also das ist der aktuelle Strommix in Deutschland. Wenn wir da jetzt mal aufs ganze Jahr schauen, 2022 bis Montag diese Woche, da sehen wir hier jetzt den Mix jeden Tag genau. Das kann man schön auf dieser Webseite Agora Energiewende aufbereitet anschauen, verschiedene Zeitreihen, auch verschiedene Zusammenstellungen. Ich zeige jetzt mal nur die Erneuerbaren. Was Sie sehen hier ist erstmal die lila Kurve oder pinke Kurve, die zeigt den Verbrauch von Deutschland. Und da sehen Sie einen gewissen Gang, das schwankt immer. Das sind immer 5 Tage, wo wir viel Verbrauch haben und 2 Tage wenig. Das sind die Wochenenden, wo die Industrie und Büros weniger Strom verbrauchen. Dadurch sehen wir den Wochengang hier, wenn wir das ganze Jahr betrachten. Und alles, was dann schwarz erreicht wird, ist die Produktion. Die muss natürlich den Verbrauch decken und schafft es auch meistens. Es gibt dann genau diese Bereiche, wo wir mehr produzieren, als wir eigentlich brauchen. Wenn Sie dann hier unten schauen, sehen Sie, dass hier viel blau ist. Und das ist auch eine Phase im Winter, wo sehr viel Windstrom produziert wurde und einfach auch schon einen Überschuss produziert hat. Wenn wir jetzt genauer auf die Aufschlüsselung sehen, sehen wir zunächst mal diesen grünen Balken hier unten und dieses dünne Blaue. Das ist eine konstante Grundlast, die uns die Biomasse gibt. Biomasse und Laufwasserkraftwerke, also die decken schon mal so 10% unseres Strombedarfs. Aber dann die anderen Erneuerbaren sind blau, in dunkelblau, die Offshore-Wind, also die im Nordseeraum und Ostseeraum auf der See. Und insbesondere der größere Anteil an Windenergie ist die Windenergie an Land. Und die deckt eben in solchen Episoden wie hier im Winter schon teilweise bis 80% unseres Strombedarfs, ist aber sehr volatil, denn im Sommer sehen wir, haben wir kaum Windkraft oder viel weniger. Dagegen haben wir im Sommer sehr viel Photovoltaik, das ist hier in Gelb dargestellt, das ist der Solarstromertrag und zusammen schaffen die auch 40-50% der Produktion. Wohingegen wieder im Winter wir kaum Solarenergie haben. Und der Rest, der wird aktuell noch von fossilen Brennstoffen gedeckt, das ist alles in Grau hier dargestellt. Also sehen wir jetzt schon mal diesen starken Unterschied in den Erneuerbaren, die Haupterneuerbaren, Photovoltaik und Wind, die haben eine Saisonalität. Im Winter eine Dominanz von Wind, im Sommer eine Dominanz von Photovoltaik, aber die ergänzen sich gut. Wenn wir jetzt mal noch ein bisschen hineinschauen, nur in einen einzelnen Monat und tagesgenau oder stundengenau uns den Verlauf im beispielsweise hier Januar 2021, also im Wintermonat anschauen, dann sehen wir erstmal im Verbrauch jetzt auch diese Spitzen hier jeden Tag um die Mittagszeit, eine kleine Spitze nochmal, wenn Sie ganz genau hinschauen, auch am Abend. Und dann in der Nacht haben wir weniger Verbrauch, aber Sie sehen auch immer, das ist eine Woche und dann haben wir ein Wochenende mit niedrigem Verbrauch wieder.
Das haben wir innerhalb eines Tages auch für ein bisschen gewisse Schwankungen. Aber das Wetter schert sich nur zum Teil um diese Schwankungen in einem Tag. Wir haben natürlich den Tagesgang der Sonne. Solarstrom produziert sich nur, wenn die Sonne scheint. Das sehen wir immer hier mit diesen kleinen Spitzen gelb. Im Winter ist es nicht viel an Solarstrom. Aber auch wenn Sie genau hinschauen, die blauen Kurven haben manchmal solche Zacken, auch innerhalb eines Tages. Das ist, wenn zum Beispiel eine Front durchgeht oder ein Gewitter es kurz mal böiger wird, dann haben wir auch mehr Solarstrom kurzzeitig. Aber was vor allem auffällt, sind diese mehrtägigen Schwankungen im Windstrom. Da haben wir hier zum Beispiel eine 5-Tages-Periode, wo wir sehr hohen Windenergieertrag haben, das wieder über 50% unseres Bedarfs deckt. Aber dann folgt auch gleich eine Episode, wo wir 5 Tage wenig Windstrom produzieren. Und das sind mehrtägige Schwankungen, die eben jetzt genau immer problematischer werden, die zu beherrschen, vor allem wenn wir weg wollen von fossilen Brennstoffen. Also so jetzt zu diesem Einführenden, was ich da festhalten will, ist, dass die Variabilität, die wetterbedingte Variabilität der Erneuerbaren auf verschiedenen Skalen stattfindet. Das ist die kurzfristige Variabilität von einigen Stunden oder Tagen, die insbesondere durch den Tagesgang der Sonne, also das ist ganz klar beim Solarstrom vonstatten geht, aber dann auch einzelne Wolkenfelder, die Solaranlagen abdecken oder Gewitter und Fronten, die kurzzeitig stärkere oder schwächere Windverhältnisse schaffen. Dann haben wir die mehrtägige Variabilität von einigen Tagen bis Wochen. Und diese Variabilität, sage ich jetzt schon im Vorgriff, ist bedingt durch Großwetterlagen oder auch Tiefdruckgebiete, die länger anhalten, sogenannte Wetterregime. Und dann haben wir die saisonale Variabilität, die einfach nur astronomisch bedingt sind durch die Jahreszeiten. Und um diese Variabilität technisch in den Griff zu bekommen, sind eigentlich die beiden Extreme, die kurzfristigen und saisonalen Variabilitäten, weniger ein Problem. Denn diese kurzfristigen Schwankungen können wir heute schon durch Speicher, insbesondere Pumpspeicherkraftwerke in den Alpen, schon balancieren oder auch kurzfristig Nachfrage steuern. Die saisonale Variabilität gleicht sich sehr gut durch Wind- und Solarenergie im Wechsel, im Winter mehr Windstrom und Solarstrom im Sommer aus. Und durch die Installation beider Technologien haben wir da einen guten Ausgleich. Die größere Frage ist, haben wir genug Speicher, um die mehrtägigen Schwankungen auszugleichen? Und das soll das Hauptthema jetzt vom heutigen Vortrag sein. Ich möchte erläutern, wie sogenannte Wetterregime mehrtägige Schwankungen der erneuerbaren Stromproduktion europaweit beeinflussen, aber wie man auch das Wissen nutzen kann, um diese Schwankungen besser auszugleichen. Und Spezialfall dann von Wetterregimen sind die Dunkelflauten, gehe ich dann drauf ein, in Deutschland gefürchtete Perioden, wenn wir gar keinen erneuerbaren Strom produzieren können. Und ich schließe dann ab mit Herausforderungen und Chancen, die die moderne Wettervorhersage blickt für die vorausschauende Planung des erneuerbaren Energieertrags. Jetzt führe ich ein in das erste Thema Wetterregime. Wetterregime, das sind per Definition lang andauernde und immer wiederkehrende großräumige Strömungsmuster. Ich zeige das hier beispielhaft an Wetterkarten. Was meine ich mit großräumig? Das ist wirklich die gesamte nordatlantik-europäische Region, die so ein Wetterregime erfasst. Hier beispielhaft für eine Tiefdrucklage. Sie haben bestimmt schon vom Islandtief gehört. Das ist genau so eine Wetterlage. Das Islandtief, das stationär bleibt über mehrere Tage. Und dann in Europa und besonders in Deutschland im Winter eher mildes, aber regenreiches und windiges Wetter verursacht. Und im Süden ist es dann oft flankiert vom Azorenhoch, sodass im Mittelmeerraum gar nicht so schlechtes Wetter bei diesen Island-Tieflagen herrscht. Und im Gegensatz dazu haben wir hochdruckgeprägte Lagen mit Hochdruckgebieten, hier beispielhaft ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet über Skandinavien, die dann im Sommer auch Hitzewellen verursachen, aber ruhigeres Wetter. Es blockiert sozusagen die Tiefdruckgebiete auf dem Atlantik, die können gar nicht mehr nach Europa reinziehen. Das sind so die typischen Wetterlagen, sehr einfach gesprochen, tiefdruckgeprägt, hochdruckgeprägt. Jetzt in der Wissenschaft schauen wir uns das ein bisschen aufgeschlüsselter an. Da unterscheiden wir insgesamt 3 verschiedene Tiefdrucklagen, die am häufigsten in den letzten 40 Jahren in Europa aufgetreten sind, und 4 Hochdrucklagen.
Und die zeige ich jetzt hier ein bisschen in einer wissenschaftlichen Größe, das sogenannte Geopotential auf 500 Hektopascal. Hektopascal, das ist eine Druckhöhe, aber das ist einfach eine Höhe, ein Referenzniveau, was ungefähr in 5 bis 6 Kilometer Höhe liegt. Und da ist die Strömung schon weniger variabel, es ändert sich ein bisschen langsamer. Und das ist sehr gut geeignet, um solche Regime festzustellen. Und dort kann man dann das Geopotential, was dem Druck entspricht, anschauen. Und Sie sehen jetzt hier auf der Karte die Konturen, die zeigen sozusagen dieses Druckfeld in der Höhe auf 5 Kilometer. Richtung Pole wird es tiefer Druck, Richtung Äquator höherer Druck. Aber wir sehen auch diese Wellenmuster. Und das sind sogenannte Tröge und Rücken, sagen wir in der Höhe. Also ein Trog, das ist wirklich so eine Delle in diesem Geopotentialfeld. Da ist tiefer Druck. Und die blaue Farbe zeigt jetzt an, wo wir anomal tiefen Druck haben in diesem Regime. Und da sehen wir, dass wir jetzt 3 tiefdruckgeprägte Regime haben. Diese ersten 3 mit dem Tiefdruck an verschiedenen Orten. Also hier haben wir es mehr direkt vor der Küste Westeuropas. Dieses zonale Regime ist das klassische Islandtief mit dem tiefen Druck zentriert über Grönland und Island. Dann haben wir ein tiefdruckgeprägtes Regime mehr mit dem tiefen Druck über Skandinavien. Und dann kommen schon 4 Typen an Wetterregimen, die mehr von Hochdruckgebieten geprägt sind. Im Beispiel hatte ich das skandinavische Blocking gezeigt mit dem hohen Druck über Skandinavien, aber es gibt auch andere, die typischerweise vorkommen. Hoher Druck über dem Atlantik, über Grönland oder auch direkt bei uns über Europa. Und es ist jetzt interessant zu fragen, wie lange halten die an? Wir sehen schon hier die Zahlen. Also im Jahresverlauf kommen die alle ungefähr gleich oft vor. So 10% aller Tage im Jahr haben wir eines von diesen Regimen. Aber es gibt auch fast ein Drittel aller Tage, die jetzt anders sind, also die nicht zu diesen typischen Regimen gehören. Genau, ich springe jetzt mal gleich zu dem, was es bedeutet für die Windstromproduktion. Da können wir nämlich auch fragen, in diesen typischen Hochdruck- und Tiefdrucklagen, wie sieht es denn da aus mit den Windverhältnissen? Und jetzt nicht Windverhältnisse bei uns, die wir spüren auf so 2 Meter Höhe, sondern auf 100 Meter Höhe. Das ist die typische Höhe von so einer Windturbine, wo die Nabenhöhe, wo die Turbine sitzt. Und man macht es so hoch, weil wir durch die Reibung am Erdboden immer ein Ausbremsen des Winds haben. Das heißt, je höher wir rausgehen, weg vom Boden, desto höhere Windgeschwindigkeiten erreichen wir schon. Und wenn wir das jetzt wieder gesamteuropäisch anschauen, das zeigt ja jetzt wieder eine Karte für ganz Europa, also hier unten ist der Mittelmeerraum, hier oben Skandinavien, da sehen wir, dass in den Tiefdrucklagen rote Farben dominieren. Immer südlich vom Zentrum von diesem Tiefdruckgebiet haben wir erhöhte Windgeschwindigkeiten. Und diese Windfelder erfassen dann eigentlich immer Westeuropa und den Nordseeraum sehr stark, aber auch schon fast ganz Kontinentaleuropa und die britischen Inseln. Also Tiefdrucklagen verursachen generell höhere Windgeschwindigkeiten als im Mittel und insbesondere in Ländern des Nordseeraums. Und diese Regime, ich bin da gerade drüber gegangen, aber die halten an mindestens 5 Tage, das ist per Definition, aber im Mittel 10 bis 15 Tage an einer haben die eine Lebensdauer. Erst dann wechselt sich wieder das Regime. Das ist jetzt auch so, was Sie den Eindruck haben, gerade vom Wetter. Wir hatten immer diese schönen Sommerphasen noch Anfang September und jetzt hat es gewechselt in ein anderes Regime, wo es so wechselhafter, regnerischer wurde. Und im Moment haben wir gerade eine kürzere Phase mit ein bisschen beruhigterem Wetter. Aber das ist so dieser Eindruck, dass das Wetter über mehrere Tage ähnlich ist, nicht exakt gleich. Das ist genau ein Wetterregime. Und wenn wir jetzt die Hochdrucklagen anschauen, da sehen Sie blaue Farben dominieren. Blau heißt hier, dass die Windgeschwindigkeit reduziert ist, also weniger, als wir sonst im Winter erwarten würden. Und insbesondere zum Beispiel dieses, was wir europäisches Blocking nennen, also eine blockierende Hochdrucklage in einem Hochdruckgebiet über Deutschland und Polen, da haben wir sehr stark reduzierte Windgeschwindigkeit im Nordseeraum. Ganz im Gegensatz eigentlich zu dem Zonalregime, wo wir die erhöhte Windgeschwindigkeit haben. Also die Hochdrucklagen verursachen niedrigere Windgeschwindigkeiten, als wir im Mittel erwarten, in meisten Ländern, aber insbesondere auch immer im Nordseeraum. Also auch diese anderen Regime hier haben immer im Nordsee- und Atlantikraum niedrigere Windgeschwindigkeiten. Und schon für später merken Sie sich mal, wenn Sie genau hinschauen, es ist trotzdem flankiert mit Regionen, wo wir mehr Wind als üblich haben. Selbst wenn wir über Deutschland weniger Wind haben, haben wir in Skandinavien sehr viel stärkeren während europäischem Blocking, aber auch im Balkan. Und auch hier in diesem Grönland-Blocking haben wir über der Iberischen Halbinsel erhöhte Windgeschwindigkeiten.
Im Kontext von Energie ist auch immer eine Frage, noch nicht so viel in Deutschland, weil wir nicht so viel elektrisch heizen. Aber in Frankreich zum Beispiel ist das schon ein großes Thema, wie sind die Temperaturverhältnisse? Denn wenn es zusätzlich kalt ist, brauchen wir mehr Strom. Deswegen zeige ich hier jetzt noch die 2 Meter Temperatur. Die steuert sehr stark den Stromverbrauch oder Energieverbrauch allgemein. Und da sehen wir, was ich auch schon gesagt habe, die Tiefdrucklagen mit Island tief bringen milde Atlantikluft nach Europa in die meisten Länder. Das sind rote Farben, höhere Temperaturen als üblich im Winter, als im Mittel im Winter. Und die Hochdrucklagen, insbesondere in Deutschland, bringen eigentlich immer kälteres Wetter. Und die kältesten sind Skandinavien-Blocking und Grönland-Blocking. Also in Tiefdrucklagen haben wir höhere Temperaturen als im Mittel, in Hochdrucklagen niedrigere Temperaturen, insbesondere in Deutschland. Und jetzt stellt sich die Frage, wie spiegelt sich das in einem Energiesystem wider? Und dafür müssen wir diese Wetterdaten mit Energiesystemmodellierungsdaten verknüpfen. Wir benutzen hier einen Datensatz, der heißt Renewables Ninja, ist auch eine interessante Webseite, wo man sich selber noch Daten anschauen kann. Und die simulieren quasi, wenn wir die Windturbinen installiert hätten wie 2015, also das zeigt die Karte hier, wo wir überall Windturbinen in Europa haben, Stand 2015. Und das nimmt, angenommen, dass das konstant wäre, nimmt es die Wetterdaten von den letzten 35 Jahren und schaut, wie unter diesen Wetterbedingungen dieses Windenergiesystem Strom produziert hätte, in einzelnen Ländern, aber auch für ganz Europa und genauso für Solarstrom. Aber ich fokussiere mich jetzt auf Wind vor allem. Und dann können wir schauen, wie sieht eigentlich der Windstromertrag in so einem Winter aus, der jetzt geprägt ist, vielleicht gerade von so einem Wechsel von einer Hochdrucklage, hier in grün dargestellt, in eine Tiefdrucklage in rot dargestellt und zurück in eine Hochdrucklage. Und das ist jetzt hier der sogenannte Windstromertrag aufgezeichnet, 6-stündig in der dünnen Linie und mit einem geglättet in der fetten Linie. Über den ganzen Winter von einem Wetterjahr 92, 93, einfach beispielhaft, weil wir hier diesen starken Wechsel hatten zwischen hoch- und tiefdruckgeprägten Regime. Und zugrunde liegt eben die Kapazität, also die Turbinen, die installiert waren 2015. Und unter dem sehen wir, dass der Windstromertrag von diesen 110 Gigawatt installierte Kapazität während der blockierenden Hochdrucklage sehr gering ist. Nur 10 bis 20 Gigawatt bekommen wir raus. Aber dann nimmt das zu bis auf 60 Gigawatt während der Tiefdrucklage und fällt wieder rapide ab auf das Ausgangsniveau von 10 bis 20 Gigawatt. Also das ist gesamteuropäisch gedacht unter dem Annahmen von der installierten Kapazität 2015. Jetzt habe ich schon solche Fachbegriffe gesagt. Also nochmal, die installierte Kapazität ist quasi, wenn wir eine Turbine haben, die nominell, sagen wir heutzutage, 2 Megawatt produzieren kann, dann braucht ihr auch ganz bestimmte Windverhältnisse, um wirklich 2 Megawatt zu produzieren. Aber das tritt fast nicht auf. Also tatsächlich produziert die vielleicht nur 0,5 Megawatt. Und diese Zahl, dieses Verhältnis von den 0,5 zu 2 Megawatt wäre dann der Kapazitätsfaktor. Das ist eine Größe in der Energiesystemmodellierung, den man sich eigentlich anschaut, nämlich wie viel bekomme ich eigentlich von meinem maximal möglichen Ertrag. Und jetzt kann ich auch fragen, wie ändert sich denn jetzt in Abhängigkeit der Wetterregime mein Ertrag ganz europäisch betrachtet? Und da betrachte ich jetzt einfach eine relative Änderung zum Wintermittel. Wenn ich weiß, dass ich im Wintermittel einen gewissen Ertrag habe, was mein maximal mögliches wäre in dem Wetter, in dem Mittel der letzten 35 Jahre, dann frage ich mich, wie ändert sich das relativ in Tiefdrucklagen und Hochdrucklagen? Das sehen wir, wie Sie auch vermuten würden. In Tiefdrucklagen haben wir mehr Windstromertrag, aber dann weniger Windstromertrag als im Mittel für den ganzen Winter haben wir während Hochdrucklagen. Und das schwankt plus minus 20%. Und diese Schwankung können Sie jetzt auch verstehen, wenn wir die installierte Kapazität eben anschauen. Die ist ja besonders hier im Nordseeraum konzentriert und die erlebt genau diese Schwankungen von den Wetterverhältnissen während tiefdruckgeprägten Regimen mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten im Nordseeraum und hochdruckgeprägten Regimen mit niedrigen
Windgeschwindigkeiten. Wenn das jetzt genau der Hauptpark im Nordseeraum erfährt, dann schwankt das entsprechend. Und die Schwankungen gesamteuropäisch machen eben plus minus 20% aus zwischen den Regimen, was schon eine enorme Volatilität ist. Und wenn wir jetzt, wir können auch noch länderspezifisch schauen, in jedes einzelne Land hineinschauen, ein ähnliches Balkendiagramm, wie wir für ganz Europa angeschaut haben, zum Beispiel jetzt hier Deutschland nur. Deutschland hatte 2015 ungefähr 31 Gigawatt installierte Windkraft und die Balken hier sind höher als für ganz Europa. Wir haben in den tiefdruckgeprägten Regimen 40% mehr als im Wintermittel, aber in dem schlimmen europäischen Blocking haben wir 50% weniger Ertrag, als wir im Mittel erwarten würden. Also eine enorme Spannweite eigentlich an Schwankungen. Und Sie sehen, dass eigentlich alle Länder hier im Nord- und Ostseeraum dieses Verhalten haben. Aber wenn wir dann hinschauen an andere Länder im Balkan oder auch die Iberische Halbinsel, die verhält sich anders in Abhängigkeit der Regime. Und insbesondere im Balkan haben wir mehr Windstrompotenzial in diesen Hochdrucklagen verglichen zu den Tiefdrucklagen. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Während wir die Flaute in Europa, in Mitteleuropa haben, haben wir höhere Windgeschwindigkeiten im Balkan zum Beispiel. Aber auch in anderen Hochdrucklagen haben wir mehr auf der Iberischen Halbinsel. Und jetzt können wir uns fragen, was passiert eigentlich in der Zukunft, wenn wir die Windkraft weiter ausbauen? Die Planungen sind jetzt hier in Rot und Blau dargestellt, was bis diese Szenarien sind bis entweder geplant oder schon im Bau befindlich bis 2030. Und da sehen Sie, dass insbesondere im Nordseeraum und im Ostseeraum sehr viel neue Windkraft geplant ist, wenig auf der Iberischen Halbinsel, ein bisschen auch auf dem Balkan. Und wenn wir diese Planung zugrunde legen, können Sie sich schon denken, was passiert eigentlich mit in diesem geplanten Szenario. Wenn wir weiter die Windkraft dort ausbauen, wo wir sie eigentlich schon haben, dann werden die Schwankungen ähnlich sein. Und das ist so ähnlich, aber auch amplifiziert. Also insgesamt haben wir schon einen höheren Ertrag insgesamt, aber die Schwankungsbreite nimmt enorm zu. Wenn wir jetzt wieder dieses Wetterjahr 93 annehmen, aber mit diesen neuen Installationen, die aktuell geplant sind, dann sehen wir, haben wir hier einen Ertrag von so 40 Gigawatt in der Hochdrucklage, die dann bis zu 150 Gigawatt erreicht in der Tiefdrucklage und wieder rapide abfällt. Und dieses Gigawatt, das ist so unhandlich, aber ein Gigawatt ist die typische Leistung von einem Atomkraftwerk. Also so müssen Sie sich das vorstellen. Wir haben hier eine Schwankung, dass binnen eines Tages 100 Atomkraftwerke ausfallen würden, was enorm ist, was auch erstmal balanciert werden muss. Aber in dieser Studie haben wir jetzt, wir haben ja erfahren, dass wir im Skandinavien an der Balkan, aber auch auf der Iberischen Halbinsel theoretisch während Hochdrucklagen mehr Wind haben als üblich. Und deswegen haben wir das Szenario durchgerechnet, was würde passieren, wenn wir diese neu installierte Windkraft verteilen würden in die Region, sodass es besser verteilt ist über Europa und auch eine Vernetzung zugrunde legen. Und dann sehen wir diese grüne Kurve, die deutlich ausgeglichener ist. Wir haben das gleiche mittlere Niveau an Windstromertrag über den ganzen Winter gemittelt, aber die Variabilität ist deutlich reduziert und im Bereich die Variabilität, wie wir sie heute kennen. Also das heißt, dass dieses Wissen über wie die Schwankungen von Windstrom eigentlich zustande kommen und wie die Windverhältnisse während verschiedener dieser Wetterregime sind, könnten wir ausnutzen und dann gesamteuropäisch das System vernetzen, sodass es einen gewissen Ausgleich gibt. Okay, ich gehe nicht auf diesen Slide ein, wegen der Zeit, aber das ist so ein bisschen die Schlussfolgerung aus der Studie, dass diese mehrtägigen Schwankungen, die aufgrund von Regimen auftreten, ausgeglichen werden könnten, wenn wir auch beachten, wo wir eigentlich während Regimen, die problematisch im Nordseeraum sind, mehr haben. Und jetzt möchte ich auf den Spezialfall kommen, Dunkelflauten in Deutschland. Das ist die oft in der Presse genannte Befürchtung quasi, dass es Perioden gibt, in denen nur wenig Wind- und Solarenergie verfügbar ist und es womöglich auch noch gleichzeitig kalt ist. Exemplarisch mit diesem Foto aus dem Voralpenraum gezeigt, das ist ein kalter Wintertag, ein dunkler Wintertag, wir haben kaum Sonne und vielleicht auch wenig Wind. Und da ist die Frage, wie oft tritt das eigentlich auf? Und um das richtig systematisch zu untersuchen, muss ich jetzt ein bisschen tiefer in die Theorie kurz mit dieser Folie gehen.
da zeige ich, wie man das eigentlich objektiv angehen kann, um zu definieren, was ist eine Dunkelflaute. Das ist dieses Gefühl, dass es weht kein Wind, es ist keine Sonne da und es ist zusätzlich kalt. Und kann das ein Energiesystem eigentlich überhaupt aushalten? Und wie oft tritt das auf? Und dazu müssen wir den sogenannten kombinierten Kapazitätsfaktor ausrechnen. Also angenommen, wir haben 100% Erneuerbare und vor allem bestehend aus Solarenergie, aus Windanlagen an Land und aus Windanlagen auf der See. Da können wir schauen, wie im Jahresgang im Mittel eigentlich dieser Kapazitätsfaktor aussieht. Also wieder Erinnerung, das ist, wenn wir 2-Megawatt-Turbine installieren, ist das die installierte Kapazität. Tatsächlich produziert die vielleicht nur 0,5 Megawatt und genau das ist der Kapazitätsfaktor, 0,5 durch 2, also was wirklich der Ertrag ist. Oder hier im Prozent ausgedrückt. Und das sehen wir jetzt für die Windkraft an Land hier, das ist die blaue Kurve, wenn ich es richtig sehe. Da haben wir Kapazitätsfaktoren im Winter von so 30% im Mittel. Die nimmt ab auf so 15% im Sommer und dann im Winter wieder im Herbst wieder zu auf ungefähr 30%. Sehr viel höher ist der Kapazitätsfaktor auf See, weil einfach der Wind stetiger weht. Da haben wir Kapazitätsfaktoren von 50% im Winter, 30% im Sommer und dann wieder im Winter 50%. Und der Solarstrom verhält sich genau antizyklisch, wie ich eingangs erwähnt habe. Wir haben Kapazitätsfaktoren im Mittel von 5% im Januar und Dezember, dann geht es bis zu 10-15% im Sommer und im Herbst wieder runter auf die 5% im tiefen Winter. Und jetzt können wir diese drei Größen verknüpfen zu einer kombinierten und dafür müssen wir sie gewichten mit auch, was ist der Anteil eigentlich in unserem Energiesystem. Und aktuell ist der Anteil an Windkraft auf See ungefähr 6%, also Anteil aller Erneuerbaren. Windenergie 50% und Solarenergie 44%. Und das gibt jetzt diese schwarze Kurve hier. Die ist relativ ausgeglichen um 20-15%. Das ist zum einen, was ich eingangs gesagt habe, dass saisonal sich die Wind- und Solarkraft eigentlich ausgleicht, sodass wir im kombinierten System eine recht ausgeglichene Produktion haben. Aber was wir auch noch sehen, ist jetzt zuletzt der grüne Bereich. Das ist noch die Schwankung. Bisher, das waren die Mittel über 40 Jahre. Aber wir haben auch Bereiche, wo wir recht tiefe Kapazitätsfaktoren bekommen. Und insbesondere hier einen Schwellwert von 6% unterschreiten. Es gibt wenige im tiefen Winter, wo wir im Gesamtsystem nicht mehr als 6% der Leistung, die maximal möglich wäre, erhalten. Und genau das sind, das sind dann die Dunkelflauten. Also hier haben wir die jetzt definiert als Tage, wo wir im Mittel über 2 Tage sehr geringen Ertrag unter 6% der installierten Kapazität des Gesamtsystems haben. Und dann ist die Frage, wie häufig tritt das auf? Und das zeige ich auch hier im Jahresverlauf, jetzt die Anzahl an solchen Dunkelflauten innerhalb der letzten 40 Jahre. Und da sehen wir, im Mittel kommen solche 2-Tagesperioden 4-mal im Jahr vor und sie dauern dann so 3,5 Tage an. Aber am häufigsten sind kürzere Dunkelflauten von 2 bis 3 Tagen. Und sehr lang anhaltende Dunkelflauten, also die Farben zeigen hier die Länge der Dunkelflaute an. Ab grün ist es größer als 5 Tage. Die sind sehr, sehr selten, dass wir lange Dunkelflauten haben. Also eigentlich sind es wirklich wenige Tage, nicht mal auf dieser Regimeskala, die die Dunkelflaute vorherrscht. Wir können uns auch fragen, wie hängt das mit Wetterregimen zusammen? Also sind denn auch wirklich diese Vermutungen, dieses Hochdruckgebiet über Europa, produziert das auch dann eine Dunkelflaute? Das zeigt jetzt hier der Farbbalken. Während welchen Regimen treten denn die Dunkelflauten auf? Und da sehen wir hellgrün, das ist dieses Hochdruckgebiet über Europa. Tatsächlich sind die meisten Dunkelflauten im Winter verbunden mit dem Hochdruckgebiet über Europa. Einige aber auch mit blau, das ist ein Hochdruckgebiet über Grönland. Und im Herbst ist auch noch das Hochdruckgebiet dunkelgrün, über Skandinavien spielt das eine Rolle. Also das sind die Hauptwetterlagen, Wetterregime, die solche Dunkelflauten verursachen, in die während wir so ein Wetterregime haben, kann eine Dunkelflaute auftreten. Als Meteorologe interessiert mich dann auch, ist etwas besonders an diesen Wetterregimen, die auch eine Dunkelflaute verursachen, weil nicht jedes Wetterregime muss mit einer Dunkelflaute hervorkommen. Und dafür haben wir uns erstmal die Strömungsverhältnisse angeschaut. Das sind ähnliche Karten wie eben. Das zeigt die Windgeschwindigkeitsanomalie und die Druckverhältnisse am Boden während der Dunkelflauten, aber aufgegliedert in die verschiedenen Regime. Und da sehen wir,
dass das europäische Blocking eigentlich recht typisch ist, Hochdruckgebiet über Zentraleuropa und dann im Zentrum das Hoch haben wir tiefe, niedrige Windgeschwindigkeiten. Interessant sind die anderen zwei Typen mit dem Hochdruckgebiet über Skandinavien oder Grönland. Da liegen wir eigentlich in einem undefinierten Bereich, was die Druckverhältnisse angeht. Es ist schwach windig, weil wir zwischen sehr vielen verschiedenen Druckgebilden sind. Genauso für Grönland-Blocking. Aber was dann wichtiger ist, ist die kalte Dunkelflaute. Welches ist denn jetzt das Gefährlichste für das Energiesystem, dass wir also auch noch einen hohen Verbrauch generieren? Und da ist interessanterweise und auch ein bisschen glücklicherweise das häufigste Dunkelflaute produzierende Regime europäische Blocking gar nicht mal so kalt. Wir haben Temperaturverhältnisse, die sind leicht unter dem Wintermittel, 2 Grad kälter, als wir normal erwarten würden im Winter, also leicht kalt, aber nicht extrem kalt in Deutschland. Interessanterweise ist das skandinavische Hochdruckgebiet, die Dunkelflaute darin, ist gar nicht kalt, sondern die ist eher sogar milder während Dunkelflauten als normal. Also das ist dann nicht so ein großes Problem. Aber das Problem wäre die Grönland-Blocking verbundene Dunkelflaute, wo wir wirklich kalte Verhältnisse haben, auch vor allem in Norddeutschland 5 Grad kälter als normal, das ist dann schon eine Kältewelle. Also ist hier, wenn wir genau auf Dunkelflauten schauen wollen, ist insbesondere die Grönland-Blocking-Dunkelflaute von Relevanz. Genau, weil das die Kältewellen produzieren kann. Und Lösungsmöglichkeiten, also das war jetzt bisher die meteorologische Betrachtung, Lösungsmöglichkeiten erforsche ich nicht direkt, aber in unserem Verbund der Helmholtz-Gemeinschaft gibt es einige Programme, die eben genau sich mit der Energiesystemmodellierung beschäftigen und schauen, welche Möglichkeiten haben wir denn, solche Schwankungen auszugleichen. Und zum einen habe ich das eingangs ja erwähnt, eine Möglichkeit ist so eine europäische Vernetzung. Das ist hier exemplarisch dargestellt. Wenn wir eben die Standorte dezentral aufstellen, über ganz Europa verteilen und verknüpfen, dann können wir Flauten in Teilregionen Europas ausgleichen. Also daran wird erforscht, aber es ist sehr schwierig, diese Energiemengen von Nord nach Süd zu transportieren. Deswegen spielt in der Forschung auch eine große Rolle, neue Speichertechnologien zu finden. Und da ist vor allem vielversprechend, Wasserstoff oder auch Methan aus Strom herzustellen, auch wenn das energetisch ungünstig ist. Aber wir haben Perioden, wo wir zu viel Strom produzieren und die müssten genutzt werden, um Wasserstoff und Methan zu produzieren und zwischenzuspeichern für die Flauten. Und da gibt es eben, da bin ich nicht direkt eingebunden, aber wir haben auch in diesen Szenarien, die ich schon gezeigt habe, für die Dunkelflauten gerechnet, wie müssten Speicher skaliert werden, um das auszugleichen. Und wir haben einfach gesehen, es wäre möglich. Also es gibt im Grunde die Speichertechnologien, die könnten skaliert werden, um diese 2 bis 5 Tage auszugleichen, die wirklich wenig erneuerbarer Strom kommt. Oder was wir eigentlich vermeiden wollen, ist, dass wir einen fossilen Ausgleich brauchen durch fossile Kraftwerke. Und weiter wird besonders an meiner Institution, das Karlsruher Institut für Technologie, in einem Reallabor versucht zu schauen, wie können wir im Alltag, also auch einfach, da wird der Alltag simuliert, wie können wir hier Speichertechnologien benutzen, um möglichst energieautark zu leben. Das ist eine kleine Werbung für die Forschung am KIT. Aber jetzt nochmal meteorologisch zurückgedacht und auch übergeleitet, wie können wir vielleicht Wettervorhersage nutzen? Denn ich habe gesagt, mich interessiert, was ist besonders an diesen Regimen, die Dunkelflaute produziert? Und das eine weiß ich jetzt schon, Grönland-Blocking ist das Problematischste, weil das die kalte Dunkelflaute und ist irgendwas anders als ein normalen Grönland-Blocking. Und was wir da festgestellt haben, ist, dass die Dunkelflauten produzierenden Grönland-Blocking-Situationen sind besonders lang anhaltend. Also die halten im Mittel 21 Tage an, wohingegen im Winter normalerweise Grönland-Blocking nur 2 Wochen andauert. Und das hebt sich signifikant auch in der Verteilung ab. Also wir haben wenige normale Grönland-Blocking-Situationen, die keine Dunkelflaute produzieren, die wirklich so lange anhalten wie die Dunkelflauten produzieren. Das heißt, wenn wir das vorhersagen könnten,
Wenn wir jetzt schon Wochen im Voraus wissen, es stellt sich so eine Grönland-Hochdrucklage ein, die bestimmt 3 Wochen andauert, dann könnten wir damit rechnen, dass jetzt auch eine kalte Dunkelflaute ansteht. Und solches Wissen ist wichtig, um vorausschauend zu planen, wie wir vielleicht auch in der Zukunft Batteriespeicher vorhalten müssten oder welche Speicherkapazitäten vorzuhalten sind. Und das ist jetzt, wo wir schauen müssen, wie können wir mit der Wettervorhersage wirklich so weit vorausschauen, dass wir bis zu 4 Wochen im Voraus wissen, ob sich innerhalb dieser 4 Wochen eine 3-Wochen-Periode mit einer bestimmten Regimelage einstellt. Das ist eine große Herausforderung. Und da möchte ich jetzt auch noch mal hier ins Publikum fragen, wie informieren Sie sich eigentlich über das zukünftige Wetter? Zum Beispiel gibt es ja jede Menge Wetterinformationen verfügbar. Es gibt die Wetterberichte in der Tagesschau, im Fernsehen. Wer informiert sich hauptsächlich darüber, über das Wetter, wenn man interessiert ist an Wetterinformationen? Ja, das sind schon so ein Viertel der Teilnehmenden hier. Wer benutzt Wetter-Apps auf dem Smartphone? Oh, das ist schon eine Mehrheit. Okay, und allgemein im Internet? Okay, auch einige. Und wer weiß eigentlich, was dahinter steckt? Also wissen Sie eigentlich, wer die Wettervorhersage macht oder welche Institution, wer die Quelle ist? Das sind nur wenige. Und das ist auch für uns in der Forschung eigentlich bekannt, dass sehr viel kostenlose Wetterinformation verfügbar ist und eventuell aber auch nicht gut genutzt wird. Weil was auch oft passiert, wer schaut sich denn Wettervorhersagen an, die länger gehen als 7 Tage. Das sind schon einige. Also ich zeige jetzt nur mal ein Beispiel hier aus dem Internet, jetzt eine Internetquelle. Das habe ich am Montag, glaube ich, angeschaut, die Wetterdiagramme für das Deutsche Museum, die nächsten 16 Tage. Und da können wir sehen, okay, am Tag der Deutschen Einheit wird es am wärmsten, fast 18 Grad, kein Regen. Wunderbar, da können wir noch mal ein Grillfest planen oder so. Aber genau solche Wetterinformationen nutzen eigentlich nicht das Potenzial aus, das die moderne Wettervorhersage kann. Also sie sind eigentlich auch gar nicht richtig, weil wir können in diesem Bereich über 14 Tage hinaus gar nicht so eine Punktvorhersage landen, dass wir hier am Ort Deutschen Museum genau die Temperatur vorhersagen können in 2 Wochen. Im Grunde wird die Vorhersage sehr unsicher über 5 Tage hinaus. Und das ist einfach gegeben, weil die Atmosphäre ein chaotisches System ist. Also so eine Vorhersage simuliert das Wetter im Voraus, aber nur ein Szenario. Und tatsächlich benutzen Wetterdienste mehr eine sogenannte Ensemble-Vorhersage, die Unsicherheit mit abschätzt, die eigentlich in der Wettervorhersage liegt. Und das zeige ich hier. In der Wettervorhersage des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage. Das ist ein internationales Konsortium, wo sich europäische Wetterdienste zusammengeschlossen haben, um die bestmöglichen Wettervorhersagemodelle zu entwickeln. Und hier sieht man den Schwankungsbereich der Temperaturvorhersage für München, für die nächsten 15 Tage auch. Und diese Balken zeigen eben genau dieses Unsicherheitsspektrum an. Und da sehen Sie, dass ungefähr so nach 6 Tagen es unsicher wird. Also es war klar, dass jetzt erstmal wieder sich nach dieser kühlen Phase sich etwas erwärmt bis zum Wochenende, die Nächte aber kälter werden. Aber dann ab dem Wochenende ist es relativ unsicher. Da haben wir einen hohen Schwankungsbereich. Da reichen Maxima bis zu 25 Grad, also ein Altweibersommer-Szenario, aber auch könnten sie nur bis 12 Grad reichen. Und genauso Unsicherheit in der Minimumtemperatur am Tag. Und das heißt, wir haben hier eine gewisse Wetteränderung am Wochenende, die uns eine Unsicherheit vorgibt, genauso für den Niederschlag. Wir haben hier Wahrscheinlichkeiten vom Niederschlag eigentlich die ganze zweite Vorhersagewoche. Und vielleicht noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es am Mittwoch, Donnerstag, dass es zu Niederschlag kommt. Und das heißt, wir müssen eigentlich bei der Wettervorhersage immer die Unsicherheit mitdenken und können dann ungefähre Aussagen für die nächsten 2 Wochen machen. Also, dass es wieder wärmer wird, nicht mehr auf diesem kalten Niveau um 12%, das ist relativ sicher. Und auch nicht, dass es jetzt ein Wintereinbruch folgt, aber dazwischen haben wir immer noch einen beträchtlichen Schwankungsbereich.
Und darüber hinaus wird es noch schwieriger. Das ist jetzt symbolisch hier dargestellt mit einem Diagramm, das die Vorhersagegüte für diese verschiedenen Skalen, die auch die Energieversorgung beeinflussen, nämlich Kurz- und Mittelfristvorhersagen. Das sind so diese kurzen Schwankungen. Die mehrtägigen Schwankungen bezeichnen wir als subsaisonale Zeitfenster und dann saisonale Vorhersagen. Und die Vorhersagegüte ist hier aufgetragen auf dieser Y-Achse. Und man sieht, dass für solche Kurzfristvorhersagen für einen festen Punkt das rapide abfällt in den ersten 2 Wochen. Also wir haben sehr gute Vorhersagegüte für morgen, für übermorgen, auch noch für 3 Tage im Voraus. Da sind wir sehr gut und können uns darauf verlassen meistens. Aber dann für über 5 Tage hinaus in Woche 2 fällt es rapide ab. Wir haben auch eine relativ gute oder brauchbare saisonale Vorhersagen. Einfach, wir können sagen, natürlich wird es im Winter kälter als im Sommer. Das ist gegeben. Aber es gibt auch solche Phänomene wie das El Niño-Phänomen, das nicht bei uns unbedingt, aber in anderen Weltregionen eine gewisse Vorhersagbarkeit der mittleren Verhältnisse in einem ganzen Monat oder im nächsten Winterhalbjahr im Sinne der Temperatur. Ist es wärmer als normal, kälter als normal? Solche Fragen. Also nicht die Punktvorhersage, aber mehr so eine aggregierte Vorhersage über mehrere Tage, Wochen und auch für eine größere Region. Aber wir haben Probleme in diesem Zwischenfenster. Subsaisonale Vorhersage haben wir generell schlechte Vorhersagegüte. Das ist, weil wir hier auch einen höheren Anspruch haben. Wir wollen wissen, wie wird in 3 Wochen im Mittel die Temperatur. Und diese Aussagen sind einfach sehr schwierig. Und das liegt daran, dass auf dieser Skala eine Vielzahl von meteorologischen Prozessen Einfluss gibt. Das zeige ich jetzt hier, es ist englischsprachig, eine Skizze, eine Weltkarte. Und das deutet einfach nur eine Vielzahl an Phänomenen ein, die eigentlich alle unser Wetter in Europa mit beeinflussen und berücksichtigt werden müssen, wechselwirken miteinander, um Vorhersagen auf dieser subsaisonalen Zeitskala zu realisieren. Und insbesondere möchte ich jetzt heute noch im restlichen Verlauf auf die Stratosphäre im Winter eingehen. Da war auch schon mal vor einem Jahr hier ein Vortrag, wie das unser Wettergeschehen beeinflusst. Und das ist sehr vielversprechend für die subsaisonale Vorhersage. Denn wir können Zeitfenster finden, wo eben doch mal eine Vorhersage möglich ist, bis zu 4 Wochen im Voraus, obwohl im Mittel eigentlich die Vorhersagen relativ schlecht sind. Und solches Wetterwissen müssen wir generieren, um zu wissen, wann können wir eigentlich gute Vorhersagen machen und wann können wir den Vorhersagen auch nicht vertrauen. Ein anderes sehr wichtiges Phänomen und Gegenstand der Forschung ist Niederschlag in den Tropen, aber darauf kann ich heute nicht eingehen. Die letzten 10 Minuten möchte ich also verwenden für den stratosphärischen Polarwirbel. Das zeige ich hier schematisch. Die Stratosphäre, das ist, was über unserer wetterwirksamen Schicht ist. In 10 bis 50 Kilometer Höhe haben wir die Stratosphäre und die unteren 10 Kilometer, das ist die Troposphäre. Und in der Troposphäre, das ist die Wetterküche, da spielt sich das Wetter ab. Aber in der Stratosphäre stellt sich im Winterhalbjahr ein Wirbel über der Polarregion ein. Also das ist ein sehr starker Westwind, der meistens zentriert ist über dem Nordpol auf der Nordhemisphäre. Und relativ symmetrisch und homogenen Westwind sich einstellt. Und die Intensität können wir messen, da zeige ich jetzt gleich Diagramme, zum Beispiel über den mittleren Wind bei 60 Grad Nord, also in der Arktis, wo die Arktis beginnt. Und das ist nicht zu verwechseln mit einem Stockwerk tiefer bei uns in der Wetterküche mit dem troposphärischen Strahlstrom, der auch schon mal als Polarwirbel bezeichnet wird, als troposphärischer. Aber das ist dieser Starkwindband, der Westwind in 5 bis 10 Kilometer Höhe, der um die Nordhemisphäre beständig weht, aber dann auch in diesen Wellenmustern. Und diese Auslenkung, diese Wellenmuster sind jetzt, wenn man das regional über Europa betrachtet, genau die Wetterregime. Also bestimmte Zustände dieser Auslenkung des Strahlstroms bedingen auch die Wetterregime und die verändern sich dann langsamer. Aber jetzt ist die Frage, wie beeinflusst die Stratosphäre genau diese Auslenkung dieses Strahlstroms weiter unten und damit Regime bei uns? Und dazu möchte ich zunächst zeigen, wie typischerweise sich dieser Polarwirbel aufbaut. Ich zeige jetzt hier nur die Windgeschwindigkeit, jetzt wenn wir nur mal auf die schwarze Kurve schauen, im Mittel über einen Jahresgang. Beginnend im Sommer, wo wir keinen Polarwirbel haben, da haben wir eine schwache Windgeschwindigkeit, sieht man, dass im Herbst, also jetzt gerade im September, beginnt sich der Polarwirbel aufzubauen, also dieser starke Westwind über dem Nordpol, wenn nämlich die Polarnacht auch eintritt.
Und das typischerweise gibt es dann ein Maximum im Dezember, Januar, bevor er wieder sich abschwächt und im Sommer zusammenbricht. Wenn man jetzt ein einzelnes Jahr anschaut, den letzten Winter 2021, 2022, müssen Sie die rote Kurve anschauen. Da hatten wir genau diesen typischen Aufbau und dann sogar stärker als im Mittel im Dezember, Januar und in den Februar bis in den März hinein einen sehr starken Polarwirbel. Und dann ist er gegen Ende Winter zusammengebrochen und hat sich nicht wieder aufgebaut. Aber dieses Zusammenbrechen ist auch typisch. Also was wir hier im Mittel sehen als ein langsames Abschwächen, tatsächlich haben wir meistens Ende vom Winter einen sehr plötzlichen Zusammenbruch. Nur der Zeitpunkt, wann das stattfindet, ist unklar. Aber wir haben auch andere Wetterjahre, zum Beispiel 2017, 18, wo sich der Polarwirbel nicht so recht aufbauen will. Ich zeige jetzt hier wieder nur die rote Kurve, das war der Aufbau des Polarwirbels im Winter 2017, 18. Wir sehen, im Herbst hat er es versucht, wurde ein stärkerer Westwind, aber dann gab es schon so einen ersten Schluck auf, er ist ein bisschen zusammengebrochen im Dezember, hat sich dann nochmal sehr stark verstärkt. Und dann gab es wieder solche Schluck auf und ein sehr starker Zusammenbruch dann im Februar, von dem er sich gar nicht mehr erholt hat, aber eben schon im Februar. Also wir hatten eigentlich gar nicht mehr den typischen Polarwirbel, der normalerweise im Winter vorherrscht. Und genau das hat Auswirkungen aufs Wettergeschehen in der Troposphäre. Ich zeige jetzt mal nur, schauen Sie mal nur auf die unteren Grafiken. Weil die oberen, das schaffe ich jetzt angesichts der Zeit nicht mehr zu erklären. Die unteren zeigen, wenn wir den Aufbau, beispielhaft, ich bleibe mal bei dem schwachen Polarwirbel, wenn wir hier zum Zeitpunkt Null, also das zeigt die Zeit in Tagen und das zeigt die Häufigkeit der Wetterregime, wieder in der Farbkodierung, wie ich sie in dem ganzen Vortrag genommen habe. Und dieses Grönland-Blocking blau ist sehr viel wahrscheinlicher, direkt nachdem so ein Polarwirbel zusammengebrochen ist. Also wir haben hier bis zu 30 Tage lang eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass sich so ein Grönland-Blocking, also das, was die kalte Dunkelflaute hervorruft, einstellt. Was schon ganz ordentlich ist, wenn wir uns betrachten, dass im Mittel dieses Grönland-Blocking nur eine Wahrscheinlichkeit von 10% hat, haben wir jetzt plötzlich 30%, also dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Regime mit Dunkelflaute haben. Und tatsächlich stellt sich es nochmal ein, 40 bis 60 Tage nach dem Zusammenbruch. Auch dann haben wir immer noch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, fast doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit. Umgekehrt verhält sich es, wenn wir einen besonders starken Polarwirbel haben, also der Westwind besonders stark ausgeprägt haben. Dann herrschen hier hohe Wahrscheinlichkeiten für diese roten Regime, was die tiefdruckgeprägten Regime an. Aber auch das hält an bis zu 40 Tage. Und genau da liegt jetzt auch die Chance für die Wettervorhersage. Ich zeige jetzt wieder den Februar, März 2018. Und hier unten zeigt sich die 2-Meter-Temperatur in Karlsruhe, aber das war ganz ähnlich in München. Ich war tatsächlich hier Ende Februar in München auf einem Waves-to-Weather-Workshop. Und es war bitterkalt. Wir hatten am Ende vom Winter, wo keiner mehr mit dem Wintereinbruch gerechnet hat, plötzlich Tageshöchsttemperaturen unter minus 10 Grad, zumindest hier in München. Aber auch Karlsruhe, was eigentlich sehr warm ist, hatten wir kaum mehr als minus 5 Grad. Und sogar eine zweite Kältewelle mit nochmal Frost im März und sogar zum Frühlingsanfang. Und das war genau nach dem Zusammenbruch dieses Polarwirbels, der Anfang Februar stattgefunden hat. Genau in dem Zeitfenster 30 Tage später hatten wir die erste Kältewelle und dann nochmal 20 bis 30 Tage später und dann nochmal 40 bis 60 Tage später eine zweite. Und es hat sich genau diese Regime eingestellt, dass wir zweimal ein Blocking über Grönland hatten. Also das heißt, aus diesem Phänomen, was in der Stratosphäre passiert, haben wir Zeitpunkte, wo wir wissen können, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist. Die Frage ist, ob unsere Wettervorhersagemodelle das jetzt auch vorhersagen können. Und das ist jetzt nur für die erste Kältewelle gezeigt hier, als welchen Schwankungsbereich der Temperatur hier oben haben eigentlich die Wettervorhersagemodelle für den Beginn der ersten Kältewelle. Das ist hier am Ende, also hier ist die Zeit aufgetragen von verschiedenen Vorhersagen. An dem Zeitpunkt hatten wir die Kältewelle und wollten hier also sehen, dass es eine tiefe Temperatur, das ist jetzt beispielhaft für Südengland gezeigt, aber die ist sehr kalt, die liegt außerhalb des Bereichs, den wir erwarten würden. Also es war eine extreme Kältewelle für Südengland. Und wenn wir schauen, hier vorne die erste Vorhersage, die verfügbar ist 4 Wochen vorher,
die hat noch gar keine Indikation der Kältewelle. Die zeigt einen sehr großen Schwankungsbereich von im Mittel 10 Grad bis minus, jetzt kann ich es nicht ganz lesen, minus 5 Grad, bis minus 2 Grad. Und das bleibt eigentlich für die nachfolgenden Vorhersagen so. Und erst kurz, so 2 Wochen vorher, gibt es Indikationen, dass es tatsächlich kälter wird. Also diese Verteilung rutscht zu kälteren Temperaturen. Aber erst unmittelbar davor konnten wir wirklich die Kälte vorhersagen. Aber anders, ein bisschen mehr Indikation für die Kältewelle sahen wir, wenn wir schauen, wie waren eigentlich, welches Regime wird da Ende Februar vorherrschen. Das ist hier unten abgetragen. Also die Farbbalken zeigen an, wie wahrscheinlich sind diese 7 Regime. Und blau heißt das tatsächlich eingetretene Grönland-Blocking. Und da sehen wir wieder, dass 4 Wochen vorher eigentlich keine Aussage möglich ist. Es ist sehr bunt. Es sind alle Regime gleich wahrscheinlich. Und es bleibt so bis zu 2 Wochen vorher, aber dann so ab dem 13. Februar wird es wahrscheinlicher, dass wir das blaue oder das dunkelgrüne Regime bekommen. Und eine Woche vorher sehen wir, dass das blaue Regime tatsächlich eintritt, was das Grönland-Blocking war. Und das, warum das erst so spät kam, war, weil wir genau an dem 12. Februar erst dieses Event in der Stratosphäre hatten, dass die Stratosphärenwirbel zusammengebrochen ist. Und erst als das Modell wusste, die Stratosphäre macht etwas anderes, als ich erwartet hatte, ist es langsam umgeschwenkt auf das Grönland-Blocking. Das heißt eigentlich, wir wissen theoretisch, wenn das passiert, müsste sich dieses Regime einstellen. Aber das Modell hat es eigentlich gar nicht richtig gut vorhersagen können, sondern immer noch nur in dem 2-Tages-Fenster. Aber auch da ist die Forschung dran, wie können wir eigentlich das besser in Modellen vorhersagen, dass wir so ein Stratosphären-Event vorausschauender sehen. Aber der positive Fall wäre die Sturmepisode im Februar 2022, denn das können Modelle sehr gut vorhersagen. Hier ist jetzt nochmal die Regime im Februar 2022 gezeigt, die waren tatsächlich geprägt von Tiefdrucklagen, orange und rot. Und die gingen dann auch mit einer Phase, wenn man nochmal auf die Windenergie schaut, mit sehr hohem Windenergieertrag aus, die deutlich mehr als die Hälfte der Stromproduktion ausgemacht haben. Und im Vorlauf, diese Periode war sehr gut vorhergesagt. Also das zeigt jetzt ein bisschen ein anderes Bild. Das ist eine Vorhersage Anfang Februar für die nächsten 35 Tage. Und die zeigt durchweg eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit von den tiefdruckgeprägten Regimen aus, eigentlich bis Anfang März, was auch eingetroffen ist. Und das heißt, eigentlich konnte man Anfang Februar sagen, ich bin ein Winterfan, ich mag es immer, wenn es schneit, auch wenn es in Karlsruhe nicht viel Schnee gibt im Flachland. Aber Anfang Februar wusste ich schon, okay, das wird nichts mehr diesen Winter. Das ist nicht mehr mit dem Flachland, mit einem Wintereinbruch zu rechnen. Die Stratosphäre ist so stark, das Modell erkennt es auch, es macht Tiefdrucklagen, wir haben nur noch diesen Westwind. Und wir haben das auch systematisch untersucht, wie gut können eigentlich unsere Vorhersagemodelle in Abhängigkeit von dem Zustand der Stratosphäre die Windverhältnisse vorhersagen. Das zeigt jetzt diese Grafik hier in der Mitte. Die graue Grafik zeigt unsere mittlere Vorhersagegüte für eine 30 Tage gemittelte Windgeschwindigkeit über Deutschland. Und das hier ist eine Größe, eine Vorhersagegütemaß. Das zeigt eigentlich, dass es relativ schlecht vorhersagbar ist. Ein Wert von 0,2 ist relativ schlecht. Die roten Farben zeigen jetzt an, wenn die Stratosphäre in so einem starken Zustand ist. Der Wirbel ist sehr stabil und sehr stark ausgeprägt. Und da geht es in einem Bereich schon von sehr hoher Vorhersagegüte. Wohingegen, wenn wir einen schwachen Wirbel haben, also diesen Zusammenbruch, da sind die Modelle noch schlecht, da ist Verbesserungsbedarf. Okay. Damit bin ich fast am Ende und jetzt war das sehr theoretisch. Jetzt möchte ich mir ein Phänomen, was wahrscheinlich hier im Münchner Raum die letzten Jahre häufig beobachtet wurde, Sahara-Staubausbrüche und diese roten Himmel, der dann sich ausbreitet und manchmal auch Wolkenbedeckung. Und das ist auch ein Problem für die erneuerbaren Energien. Auf der kurzen Zeitskala, vor allem für Solarstrom, aber diese Sahara-Staubausbrüche finden auch vor allem im Frühjahr und Herbst statt, wenn das Wetter vom Winter ins Sommerklima umschwenkt. Ich zeige hier ein Satellitenbild vom Ausbruch diesen Jahres mit einer sehr ausgeprägten Staubwolke. Sie sehen das hier schön in den gelblichen Farbtönen. Aber es ist, und es hat jetzt verschiedene Auswirkungen auf die Solarstromproduktion. Zum einen ist es der direkte Effekt, dass natürlich dieser Staub gewiss abschattet die Sonne und dadurch weniger solare Einstrahlung kommt. Zudem lagert sich der Staub auf den Solarpanelen ab.
Aber meteorologisch spannender Effekt ist hier, was man hier gerade über Deutschland sieht, dass da so Wolkenfelder entstehen. Wolken, die verbunden sind, die eigentlich entstehen aufgrund des Vorhandenseins von Staub. Und diese Wolkenbildung können unsere Modelle im Moment eigentlich gar nicht vorhersagen. Das heißt, es kann sein, dass unsere Vorhersage für Solarstrom sagt, wir haben sonnige Verhältnisse, aber tatsächlich haben wir Wolkenbedeckung. In Fotos ausgedrückt ist das hier mal gezeigt, also ein Projekt, in dem mein Institut beteiligt ist und auch der Deutsche Wetterdienst, das schaut, wie problematisch sind eigentlich solche Staubablagerungen auf Solarpanels. Aber was auch spannend ist, ist jetzt hier, wenn sich so eine Staubwolke bildet und mit Bedeckung vorher kommt. Also wir sehen hier einmal, die Atmosphäre ist trüb, aber zusätzlich ist es recht dunkel, weil sich eine Wolke gebildet hat. Und diese Wolkenbildung ist jetzt hier mal am Standort Hohenpeißenberg illustriert für ein Sahara-Staubevent im März 2021. Auf dem Satellitenbild sehen Sie diese Wolke, also eine echte Wolke, nicht nur der Staub, sondern das ist wirklich eine Wolke aus Eispartikeln und Staub, die sich hier vom Mittelmeerraum bis in den Alpenraum und Voralpenraum nach Deutschland schiebt. Wenn wir die Vorhersagen jetzt am Standort Hohenpeißenberg anschauen, da sehen wir hier die Staubkonzentration, wie sie an diesem 3. März zunimmt. Und die Vorhersagen von der Einstrahlung der Sonne. Und da sehen Sie, dass hier die im Rot und Blau zwei Modellsysteme eigentlich eine sehr hohe Einstrahlung vorhersagen. Aber was wir messen, ist nur die Hälfte davon. Einfach aufgrund der Wolkenbildung, die die Modelle nicht kennen. Und der Unterschied zwischen den Modellsystemen ist, dass das Blaue weiß gar nichts vom Staub und das Rote weiß vom Staub so viel, wie viel die Abschattung, die direkte Abschattung aufgrund der Trübung der Atmosphäre ist. Und da sehen wir, dass das ungefähr 10% weniger Staub, weniger Einstrahlung gibt, einfach aufgrund des gedimmten Einstrahlung des Sonnenlichts. Aber es kennt nicht die Wolkenbildung. Und das möchte ich jetzt hier nochmal diese Wolkenbildung demonstrieren. Also das ist das Satellitenbild von diesem Tag. Man sieht diesen Wolkenschirm, der sich nach Süddeutschland ausstreckt und in den Alpenraum. Die Standardvorhersage sah hier wolkenlose Verhältnisse über dem Alpenraum. Sehr wohl wusste es, dass hier eine Staubwolke ist. Das ist in der orangenen Kontur gezeigt. Das zeigt die Staubkonzentration an. Aber es hat nicht erkannt, dass darunter sich eine Wolke bildet. Und da wird jetzt in diesem Projekt, was Permastrom heißt, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst geforscht, wie man das verbessern kann. Und es wurde gerade kürzlich tatsächlich eine Methode gefunden, wo die Physik verstanden ist, dass wir diese Wolkenbildung auch simulieren können. Und das ist jetzt vielversprechend mit solchen verbesserten Vorhersagen, dass wir dann auch besser den Solarstrom vorhersagen können. Und damit bin ich am Ende von diesem Vortrag. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben, dass Wetterwissen auch sinnvoll angewendet werden kann im Kontext der Energiewende. Die Hauptthemen waren, dass Wetterregime mehrtägige Schwankungen des Windstromertrags in Europa erklären und europäische Vernetzung eine Möglichkeit wäre, diese auszugleichen. Der andere Aspekt waren Dunkelflauten, die eigentlich vor allem im Winter ein Problem sind, nicht im Sommer, weil wir im Sommer immer genug Solarstrom mit haben. Aber die auch in der Regel nur wenige Tage andauern und kalte Dunkelflauten sehr selten sind. Und kalte Dunkelflauten haben wir das Potenzial vorherzusagen, wenn wir bessere Vorhersagen bekommen, insbesondere dieses Nutzen zum Beispiel über die Stratosphäre, dass die Stratosphäre das Auftreten dann von den Regimen beeinflusst, aber auch von Dunkelflauten damit. Wenn wir das besser in Modellen wiedergeben, dann können wir auch vorausschauender planen. Damit danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Christian, das war super spannend und sehr viel Stoff zum Fragen, Diskutieren, Nachdenken. Es gibt jetzt schon eine Frage. Ich habe zwei Fragen. Können Sie bitte warten? Also zwei Fragen. Einmal, wie wirkt sich der Klimawandel auf das Wetterregime aus? Also Sie haben ja die letzten Jahrzehnte mal so durchgegangen, aber das wird sich ja wahrscheinlich doch ändern müssen. Und die zweite Frage ist, versteht man eigentlich die Physik von dem Polarwirbel? Wenn man das verstünde, könnte man vielleicht auch noch besser vorhersagen. Ja. Also zur ersten Frage, die Wetterregime, wie verändern die sich im Klimawandel? Das wird erforscht, es ist aber hören Sie? Ja, ja.
Die Klimaszenarien zeigen natürlich ein breites Spektrum an möglichen Entwicklungen. Aber was eine gewisse Tendenz ist, dass die blockierenden Hochdrucklagen mehr werden, aber auch nicht dramatisch mehr. Das heißt, insgesamt sieht es so aus, als ob die Regime, wir weiter mit diesen Typen von Regimen zu rechnen haben und das Wettergeschehen im Grunde von Wind sich wenig verändert. Wir haben Veränderungen von den Windgeschwindigkeitsverhältnissen über Europa. Ich hätte da noch, ich glaube, ich habe da sogar noch eine Zusatzfolie von Kollegen in Karlsruhe. Das ist die letzte Folie. Das zeigt genau die Veränderung der Windgeschwindigkeit über Europa im Klimawandel in einem pessimistischen Szenario. Aber da sieht man, dass insbesondere über Mitteleuropa eigentlich keine Veränderung von Tagen mit optimalen Windverhältnissen stattfinden. Das betrifft sehr wohl die Offshore-Standorte und den Mittelmeerraum. Aber wir eine geringe Zunahme von Tagen haben mit wenig Wind. Also es gibt ein paar mehr Tage, vor allem in Süddeutschland, wo wir zu wenig Wind haben, um Windstrom zu produzieren. Aber insgesamt ist die Veränderung von den Windverhältnissen nicht so problematisch unter dem Klimawandel. Was problematischer ist, die Temperaturverhältnisse, die verändern sich sehr stark und auch die Niederschlagsverhältnisse. Aber die Strömungsmuster bleiben relativ ähnlich. Und die zweite Frage, die Physik zum Stratosphärenwirbel, da ist die große Frage, ist die Kopplung zwischen Stratosphäre und Troposphäre. Da gibt es Forschung, die zeigt, dass in den Vorhersagemodellen oft genau diese Tropopause-Region nicht gut genug aufgelöst ist. Also wir bräuchten da im numerischen Vorhersagemodell eine höhere vertikale Auflösung, um die Kopplung besser darzustellen und auch noch besser ein Verständnis entwickeln, wie auch die Troposphäre die Stratosphäre beeinflusst. Also die Physik ist nicht 100% verstanden, aber es gibt Lösungsansätze und auch Zeichen, dass die modernsten Modellversionen das auch besser hinbekommen. Ja. Und gleichzeitig sieht man auch, dass es eine gewisse Abhängigkeit gibt von den Verhältnissen in der Troposphäre. Also eine Studie, an der ich mitbeteiligt war, konnte ein bisschen unterscheiden, ob jetzt tatsächlich diese höhere Wahrscheinlichkeit eintritt oder nicht. Und das ist dann vielversprechend, dass man so strömungsabhängig die Vorhersage anders gewichtet. Ja. Es gab noch eine Frage. Unten. Unten? Ja, danke. Ich habe im Prinzip auch zwei Fragen, die jetzt gekoppelt sind. Die erste Frage ist, diese Modelle, die Sie erwähnen, die Klimamodelle, basieren die jetzt im Wesentlichen auf physikalischen Grundprinzipien, die dann miteinander verknüpft und berechnet werden? Oder verwendet man da überwiegend Algorithmen, dass man einfach Muster nimmt von Strömungen und Temperaturen und die dann statistisch auswertet? Ersteres. Im Moment ist es noch grundlegend auf Grundgesetzen der Fluiddynamik basiert. Also das sind die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen, die beschreiben, wie sich in einem Fluid, in dem Fall der Atmosphäre, wie sich da der Impuls bewegt, also die Windgeschwindigkeit, die Temperatur und Feuchte. Für die gibt es Gleichungen, physikalische Gleichungen, die man löst mit Computermodellen. Und es ist aber tatsächlich auch eine neue Entwicklung mit dem maschinellen Lernen, dass man einfach nur pure Mustererkennungen macht. Also man nimmt einfach nur Messungen von vergangenem Wetter und lässt eine künstliche Intelligenz lernen, ob man daraus die Zukunft vorhersagen kann. Und erstaunlicherweise kann sich so eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich im Kern die Physik zusammenrechnen aus einer großen Sample Size. Und es gibt so jetzt erste Ansätze, die zeigen, dass die auch so gut sind wie die physikalischen Modelle. Was vielversprechend ist, ist, diese moderne Entwicklung zu verschmelzen, weil unsere physikalischen Modelle sind unglaublich rechenintensiv. Wir müssen eigentlich, um richtig gute Vorhersagen machen, müssen wir auf einer Gittergröße runter, auf einen Kilometer oder noch drunter, um ein einzelnes Gewitter vorherzusagen. Und das global. Plus, wir müssen diese Ensembles rechnen. Das heißt, wir müssen ein ganzes Spektrum an Szenarien, um die Unsicherheit abzuschätzen. Und das sind enorme Rechenmenge, die an Großrechner geht und auch ein enormer Energieaufwand. Und wenn wir jetzt da Komponenten auch durch solche mehr künstlich trainierten Modelle ersetzen können,
wird es deutlich einen geringeren Rechenaufwand machen. Also das sind so moderne Entwicklungen. Das führt mich zur eigentlichen Frage. Es wird ja immer behauptet, dass der Klimawandel die Temperaturerhöhung zu häufigeren Extremwetterereignissen führt. Ist das aus der Sicht eines Meteorologen plausibel? Gibt es da Argumente, warum, sage ich mal, die Dunkelflaute dann länger werden soll, warum der Wind stärker werden soll oder extrem werden soll? Ist da irgendein plausibles Argument? Ihre letzte Folie hat eher das Gegenteil gezeigt. Die letzte Folie hat nicht auf die Extremzustände, das hat auf die optimalen Verhältnisse von Windenergie, die noch nicht im Extremzustand, also einem Sturm oder die Dunkelflaute war da schon grob abgedeckt. Aber im Grunde als Meteorologe, was klar ist, ist, dass die Luft, wenn sie wärmer ist, auch mehr Energie speichern kann im Sinne von Wasserdampf. Also das ist so ein physikalisches Gesetz, die Clausius-Clapeyron-Gleichung, die besagt, wie viel Feuchtigkeit kann eigentlich Luft halten, und das hängt ab von der Temperatur. Aber die Feuchtigkeit selber, der Wasserdampf, das ist gespeicherte Energie, denn der Dampf, sobald er kondensiert, wird energiefrei, sogenannte latente Wärme, und das treibt Wettersysteme an. Und das ist dann auch der Grund, warum auch aus meteorologischer Sicht in einem wärmeren Klima Extremereignisse extremer werden. Und da gibt es alle möglichen Wechselwirkungen. Also in einem Tiefdruckgebiet, im Warmsektor, haben wir diesen flächigen Niederschlag. Also da findet sehr viel latente Wärmefreisetzung statt. In einem wärmeren Klima noch mehr. Aber was diese Wärmefreisetzung antreibt, ist eine Luftströmung, die auch vertikal Luft transportiert und dann Richtung Strahlstrom steuert. Und das bezeichnen wir als diabatisches Ausströmen in der Höhe, was dann den Strahlstrom auslenkt und solche Rücken wieder hervorrufen kann. Und das wäre ein Mechanismus, der aktuell erforscht wird, wie stark eben durch diese temperaturbedingte höhere Feuchte mehr Energie in der Atmosphäre auch blockierende Hochdrucklagen stärker auftreten. Also auch aus meteorologischer Sicht sind es Prozesse, die zeigen, dass Extreme extremer werden. Es gab eine Frage aus dem Chat oder mehrere. Ja, ich habe hier zwei Fragen aus dem Chat. Ein Herr Rathjen hat formuliert zwei Fragen, zwei unterschiedliche Fragen. Die erste Frage ist im Rückblick, wie gut hätte man die Ahrtal-Flucht voraussagen können, ist da geschlammt worden? Den letzten Halbsatz habe ich nicht verstanden. Okay, ich wiederhole, jetzt glaube ich es besser. Ne? Ja, in Rückblick, wie gut hätte man die Ahrtal-Flut voraussagen können, ist da geschlammt worden? Und ich nehme gleich die zweite Frage hinterher. Wie begründet ist die Kritik an Bayern hinsichtlich Ausbau und Nutzung der Windenergie, auch hinsichtlich des Ausbaus der Stromleitungen? Ja, das sind jetzt natürlich Fragen, die gleich ein bisschen in die Richtung politisch gehen. Was kann ich meteorologisch dazu sagen? Das ist auch, was der Deutsche Wetterdienst sagt. Im Grunde war die Meteorologie gewissermaßen vorhersagbar. Also diese starken Niederschlagsereignisse im Ahrtal, punktgenau auf dem Ahrtal konnte man es nicht lange im Voraus sehen, aber man konnte es immer noch ein paar Tage im Voraus sehen. Was da schlecht funktioniert hatte, war auch die Warnkette, dass es dass die Information an die richtigen Entscheidungsträger durchgeht. Und das ist ein bisschen, ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen, aber das ist ein bisschen auch eine Frage des Mandats. Der Deutsche Wetterdienst, der hat das Mandat, Wetterwarnungen auszusprechen, aber nicht weiter an die Hydrologie. Und da muss in Deutschland mehr gearbeitet werden, dass die Informationen auch an die richtigen Stellen kommen. Die zweite Frage, die habe ich jetzt. Bayern. Ich wiederhole die zweite Frage nochmal. Wie begründet ist die Kritik an Bayern hinsichtlich Ausbau und Nutzung der Windenergie, auch hinsichtlich des Ausbaus der Stromleitungen? Dazu sagt meine Forschung eigentlich jetzt nichts. Das ist auch eine politische Entscheidung ein bisschen. Wo wollen wir Windkraft haben? Wie wollen wir unsere Energieversorgung sicherstellen? Was meine Forschung zeigt, ist eigentlich, wie ist die Wettervariabilität über Europa?
wie kann man dieses Wissen nutzen, aber ob jetzt die Gesellschaft Stromleitungen möchte oder Speicher oder auch fossile Energieträger, das ist eigentlich nicht dazu. Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, den wir führen müssen. Es gibt noch eine Frage unten. Da. Ja. Ich glaube, die Frage war in der Richtung gemeint, wie geeignet ist Bayern für den Ausbau von Windenergie? Weil es wird ja häufig diskutiert, Bayern ist kein Windland. Da gibt es zu wenig Wind, das lohnt sich nicht. Stimmt das? Im Grunde gibt's wenige Standorte, wo es wirklich zu wenig Wind gibt. Also ich meine, im benachbarten Baden-Württemberg wird stark der Wind ausgebaut und funktioniert auch. Natürlich hat man nicht die Kapazitätsfaktoren wie an der See. Aber was meine Forschung dazu zeigt, ist ja gerade, dass wir gerade dann ein Problem haben, weil die Schwankungen gerade im Nordseeraum aufgrund der Großwetterlagen extrem sind. Natürlich haben wir dann bei Tiefdrucklagen sehr hohe Ausbeute, aber genauso bricht es dann ein. Und da könnten dann Standorte mehr im Landesinneren durchaus einen Ausgleich finden. Und wir hätten ein wenigeres Problem von Stromtrassen dann. Ja. Hallo? Ja. Ich war der Ansicht, Sie hatten eigentlich zwei Folien gezeigt, die genau die Antwort auf die Frage waren. Nämlich einmal, dass in Bayern ein leichter Rückgang der mittleren Windkraft zu erwarten ist. Zwar nicht so wahnsinnig groß, aber ein leichter. Und Sie hatten ziemlich am Anfang die Folie gezeigt, dass wenn wir besser vernetzen, und das sind für mich ja Stromtrassen, dass wir dann genau den Ausgleich hinkriegen. Also wenn ich es richtig sehe, wenn wir Windkraft in Bayern machen, brauchen wir vielleicht 10% mehr als woanders, aber durchaus sinnvoll, wenn die Folie stimmte. Und so wie es aussieht, brauchen wir Leitungen, weil das war ja eine der Anfangsfolien. Genau, also ich meine, diese Rechnung, die wir da durchgeführt haben, von den Schwankungen aufgrund der Regime, ich meine, ich kann ja nochmal, können wir in der Regie vielleicht so auf Folie 10 gehen? Oder soll ich schnell? Ich versuche selber durchzuschalten. Weil im Grunde können wir diese Frage ein bisschen erörtern mit dieser Folie. Ich muss jetzt mal ein bisschen vorgehen, damit ich die selber genau anschauen kann. Was wir hier sehen, diese Diagramme sind für ganz Deutschland gedacht. Das heißt, die Verhältnisse, jetzt habe ich hier leider nicht Österreich, das wäre so das Nächste. Aber wenn wir schon schauen, Slowenien oder Ungarn ist ein bisschen weiter weg, aber in diesem Großraum ist eher Bayern dann schon zu sehen. Das ist Richtung mehr die Windverhältnisse, weniger die von Nordseegetriebenen, sondern mehr die von Balkangetriebenen. Oder auch Österreich hat schon ein anderes Verhältnis zu diesen Tiefdrucklagen, weil wir einfach weiter weg sind vom Atlantik. Das heißt, hier ist, wenn wir das regionale aufschlüsseln, würde ich vermuten, dass wir hier vielleicht nicht so einen starken Einfluss von den Tiefdruckgeprägten haben. Das heißt, dass vielleicht gerade dann die Windstromproduktion im Verhältnis zu anderen Regionen in Deutschland ein bisschen höher wäre in diesen Hochdrucklagen. Das ist jetzt eine Hypothese, die ich jetzt noch nicht untermauern kann. Da müsste man das für rein Bayern rechnen. Aber Länder, die hier drumherum sehen, haben schon dieses Verhalten, dass es weniger diesen Einbruch gibt in den Hochdrucklagen. Es gibt noch eine Frage oben. Genau, aber das andere Frage eben, wir kommen nicht drum rum um die Vernetzung. Also eine Möglichkeit ist die Vernetzung. Wenn wir wirklich die starken Schwankungen zwischen den verschiedenen Regionen Europas ausgleichen müssen, brauchen wir auch die Vernetzung. Die andere wäre, groß genug Speicher lokal für den lokal produzierten Strom zu haben, dass wir Perioden nutzen, wo wir Überproduktion haben und diesen Strom über Batterien oder über diese Power to Gas, also Wasserstoff und das in Methan umwandeln, zwischenspeichern. Ich hätte noch eine Frage jetzt zu dieser Wolkenbildung. Ich weiß nicht, okay, jetzt geht's. Ich hätte noch eine Frage zu der Wolkenbildung. Was ich jetzt so mitgekriegt habe in den letzten Diskussionen, ist die Diskussion um Aerosole. Egal, wo die herkommen, ja, es kann auch umweltbedingt sein, durch Umweltverschmutzung, das kann durch Vulkanausbrüche sein.
Es gibt ja auch einen Zusammenhang mit der Sonne. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge bezüglich auch jetzt die Modelle, was Sie gerade diskutiert haben? Genau, also da hat ist eine Arbeitsgruppe hier im Karlsruher Institut für Technologie entwickelt für den Deutschen Wetterdienst die Version, die die ganze Aerosolchemie mitrechnet, das sogenannte Icon-Art-Modell. Aerosols and Trace Gases, dafür steht Art. Da ist sehr viel drin. Wie gesagt, die ganze direkte Aerosolchemie und auch was die Staubaerosole angeht, also den Sahara-Staub angeht, die kann gerechnet werden. Aber diesen Effekt, den Strahlungseffekt der Abschattung, aber nicht die Aerosol-Wolkenwechselwirkung, die ist sehr komplex und die ist auch ein bisschen unverstanden. Das heißt, erste Versuche, die zu fassen, das waren so mit Mikroturbulenz, dass sich der Staub, also eine Theorie, eine langläufige, die manchmal auch in den Medien kommt, ist, dass dieses einzelne Staubkorn Strahlung absorbiert und dadurch erwärmt die Schicht, in der der Staub ist, es dadurch zu Mikroturbulenz kommt. Aber das ist nicht alles, sondern was jetzt in diesem erfolgreich, also das wurde auch versucht zu implementieren in den Modellen, aber ohne Erfolg, es hat nicht die Wolkendecken produziert. Aber was hier jetzt gerade der Durchbruch war, in dem Bild, wo ich gezeigt habe, dass das Wolkenschicht produziert wird, ist, dass man betrachtet, dass es verschiedene Schichten, es kommt zu einer Überlagerung mit einer feuchten Schicht. Und da muss der Austausch der Feuchte richtig parametrisiert werden. Also da ist die Forschung dran, das darzustellen. Aber warum wird es noch nicht so richtig operationell gemacht? Es ist wieder die Rechenzeit. Um die ganze Chemie mit zu modellieren, steigen die Rechenkosten exorbitant. Bitte? Können Sie die Frage dann nochmal wiederholen? Ich hätte noch eine Frage, wie jetzt da die Sonne, ich habe mal gehört, dass diese Sonnenzyklen möglicherweise auch zur Wolkenbildung beitragen. Oder habe ich da eine falsche Information? Da ist mir nichts bekannt. Okay. Ja. Danke. Wir kommen leider am Ende der Veranstaltung. Aber wenn es noch ein paar Fragen gibt, können Sie bestimmt einfach runterkommen und mit Christian Grams sprechen. Ich möchte mich nochmal bedanken für deinen Vortrag und für die nette Diskussion. Dankeschön. Ich möchte nur eine ganz kleine Werbung für nächste Woche machen. Nächste Woche gibt es noch einen Vortrag zum Thema IT-Sicherheit und in 2 Wochen noch einen Vortrag zum Thema Mathematik, Musik, Kunst. Also kommen Sie zurück, aber bis dann kommen Sie gut heim und wir sehen uns nochmal. Tschüss.